Es ist ein Nachholspieltag, dieser 25. Und die Sportfreunde Siegen, sie sind zu Gast beim Tabellen 17. bei Bergisch Gladbach, dem Team von Dietmar Schacht, vielen Sportfreunde-Anhängern natürlich auch noch bekannt aus seiner Zeit, wo er Trainer bei Kahn-Marienborn war. Dann unschöne Szenen zu Beginn des Spiels, ein Transparent der Sportfreunde-Fans gegen den eigenen Keeper, gegen Raphael Kotschau, der zum Saisonende die Sportfreunde Siegen Richtung Viktoria Köln verlässt. Für uns unverständlich, denn Raphael Kotschau hat schon so manchen Punkt für die Sportfreunde Siegen festgehalten und war nicht zuletzt herausragender Keeper in der Aufstiegssaison. Daniel Schäfer fand nach dem Spiel passende Worte zum Verhalten der Fans. Erstmal möchte ich mich bei allen Fans bedanken, die heute wieder mitgefahren sind, Bergisch Gladbach. Kalter Abend, toll, dass wieder so viele dabei waren. Dann möchten wir als Verein aber auch ganz klar feststellen, dass es heute wieder ein paar persönliche Beleidigungen, Rufe und auch ein Plakat gegen unseren Torwart Raphael Kotschau gegeben hat. Da möchten wir ganz klar feststellen und auch ich persönlich ganz klar sagen, Rafa ist Teil unserer Mannschaft bis 30.06. Der hat nichts verbrochen, der wechselt einfach nur einen Verein. Es ist völlig egal, wo der hingeht. Und die Mannschaft hat die Reaktion nach dem 1-0 gezeigt, wo sie komplett zu ihm gelaufen sind. Das war unter anderem auch daher. Und da möchten wir als Verein nochmal ganz klar feststellen, dass wir ihn als Teil unserer Mannschaft bis zum 30.06. ansehen. Wir wissen, was er für uns getan hat und wir werden persönliche Beleidigungen gegen ihn nicht tolerieren. Es ist das zweite Spiel innerhalb von 3 Tagen und den Sportfreunden Siegen war von Beginn an nicht anzumerken, dass sie vorgestern noch das schwere Spiel gegen Schalke hatten. Wenn auch hier Bergisch Gladbach die erste Möglichkeit hatte, nach gerade mal 4 Minuten hatten sie da die Chance in Führung zu gehen. Die Sportfreunde Siegen machten es 2 Minuten später besser. René Lewe-Johann mit dem Pass zu Daniel Grebe und dann zappelt das Ding im Netz. Wir ordnen diesen Treffer Daniel Grebe zu, wenn auch in verschiedenen Medien gesagt wird, dass es ein Eigentor war von Fatih Cesar. Aber was soll's, die Sportfreunde Siegen, sie führen jetzt hier mit 1-0. Keine Abseitsposition von Daniel Grebe. Also alles in Ordnung bei diesem Treffer. Und die Sportfreunde Siegen heute hier mit der frühen Führung gegen Bergisch Gladbach. Die darauf folgenden 15 Minuten tat sich erstmal wenig und dann dieser Schussversuch von Julian Jakobs. Aber er bekommt dazu wenig Kraft hinter den Ball und so wird dieser Ball ungefährlich für Bergisch Gladbach. Genau wie dieser Abschluss von Bergisch Gladbach. Raphael Kotschau muss da nicht mehr eingreifen. Dann wieder schöner langer Ball, da suchen sie immer wieder Julian Jakobs, der ja auch schon gegen Schalke getroffen hat. Warum soll es heute hier nicht wieder funktionieren? Aber jetzt aufpassen, Raphael Kotschau klärt da in höchster Not. Und das sind solche Szenen, warum dann vielleicht auch andere Vereine auf ihn aufmerksam werden. Und warum dann auch die Sportfreunde Siegen, wie auch schon in der letzten Saison, ein Team sind, die sehr, sehr wenig Gegentore bekommen. Hier muss er dann nicht wirklich einschreiten. Kann den Ball da sicher aufnehmen. Bergisch Gladbach, sie treten jetzt mehr und mehr auf. Von Minute zu Minute kamen sie besser ins Spiel, setzten die Sportfreunde weiter immer massiver unter Druck. Und daraus resultiert dann diese Szene. Der Schütze kann schauen, sieht, dass Raphael Kotschau zu weit vorm eigenen Kasten steht. Und Abdelkader Mauel, der Mann mit der Nummer 12 bei Bergisch Gladbach, schießt dann einfach und der Ball wird lang und länger und zappelt dann im Netz. Also 1:1 steht es jetzt hier zwischen Bergisch Gladbach und den Sportfreunden Siegen nach 40 gespielten Minuten. Wir schauen uns den Treffer nochmal an. Der Schütze kann schauen. Vielleicht soll es mehr eine Flanke werden, aber der Ball wird halt lang und länger. Raphael Kotschau kommt aus dem Kasten raus. Macht sich so lang es nur eben geht, aber auch der große Sportfreunde Schlussmann ist dann eine Handbreit zu klein. Also die Sportfreunde Siegen jetzt wieder gefordert, Julian Jakobs, aber der Ball ist noch heiß. Waldemar Schattner bringt den Ball zurück ins Spiel und dann Daniel Grebe mit dem Schussversuch, der dann abgeblockt wird. Also nach wie vor unentschieden. Dann Eckball für Bergisch Gladbach. Wir haben noch 1 Minute bis zur Halbzeit
vielleicht eine Standardsituation mit Folgen. Und so ist es. Da steigt er hoch. Gino Windmüller mit der 13 köpft den Ball ungehindert da ins Netz. Ist natürlich schwer, diesen kopfballstarken Spieler unter Kontrolle zu kriegen. Aber bei Standardsituationen sollte man ihn nicht so frei zum Kopfball kommen lassen. Bergisch Gladbach hat also das Spiel gedreht und die Sportfreunde siegen. Sie müssen jetzt in den zweiten 45 Minuten sehen, dass sie wieder rankommen. Mittlerweile war auch der Cheftrainer, war Michael Boris, eingetroffen. Er war noch auf einem Lehrgang und überließ daher die ersten 45 Minuten seinem Co-Trainer. Die Sportfreunde, sie taten jetzt einiges. Auf einmal kam wieder Tempo ins eigene Spiel. Langer Pass da zu Julian Jakobs, aber ein bisschen zu lang. Und dafür kein Problem für Cebula, den Ball aufzunehmen. Ja, und manche lernen es nie. Bengalische Feuer im Fanblock der Sportfreunde siegen. Unnötig, da verboten. Also Fußball macht auch ohne Spaß. Dann wieder Eckball für Bergisch Gladbach. Waldemar Schattner rückt da ab vom ersten Pfosten bei dieser Ecke. Bergisch Gladbach setzt nach. Und wieder ist es Windmüller, der da einköpft. Zur 3:1-Führung jetzt für Bergisch Gladbach. Damit war der Sack zu. Damit hat Bergisch Gladbach hier 3 Punkte. Und damit rücken sie vor auf Tabellenplatz 15. Und sie hätten ihre Führung sogar noch ausbauen können. Setzen die Sportfreunde siegen jetzt mehr und mehr unter Druck. Rafael Kotschor klärt da und rutscht in diesen Ball hinein. Aber die Sportfreunde siegen konnten aus dem anschließenden Konter nichts machen. Dann Freistoßsituation für Bergisch Gladbach. Der Ball kommt, wird zunächst abgeblockt und dann Nachschussmöglichkeit wieder für Bergisch Gladbach. Und wieder klärt Rafael Kotschor da auf der Linie. Hält seine Sportfreunde noch im Spiel, aber auch das sollte nichts mehr nützen. Die Sportfreunde siegen, sie versuchten alles, um nochmal irgendwie ranzukommen, aber sie sollten nicht belohnt werden. Genauso wenig wie hier der eingewechselte Alexander Hettich. Dann war es vorbei, die Sportfreunde siegen. Sie müssen weiter warten auf ihre 50-Punkte-Marke, der sie heute mit einem Riesenschritt hätten entgegengehen können. Wir hören jetzt noch die Stimmen zum heutigen Spiel. Waldemar Schattner, vor 2 Tagen haben wir noch gejubelt auf Schalke. Heute sieht die Welt ein bisschen anders aus. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen? Ja, sind eigentlich ganz gut reingekommen durch das Tor. Und dann kurz vor der Halbzeit kassieren wir dann 2 Tore durch Standards oder mehr oder weniger durch Standards. Das eine geht halt, die rutscht dann halt mal rein. So mache ich dann Rafa auch keinen Vorwurf. Der hat uns schon einige Punkte gerettet diese Saison. Und wollten wir zweite Halbzeit den noch. Nochmal aus der Scheiße reiten, aber passiert und wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen und auf Schalke haben wir alle zusammen gejubelt, heute haben wir halt alle zusammen verloren. Passiert, war 2 Tage nach dem Spiel, fehlt auch ein bisschen die Kraft. Haben es noch probiert, sollte leider nicht sein. Samstag geht's weiter, ne? Von oben sah es so aus, dass die ersten Minuten, wie genau umgekehrt auf Schalke, die ersten 10 Minuten gehörten da Schalke, hier die ersten 10 Minuten euch. Und dann hatte man das Gefühl, so peu à peu nehmt ihr mehr das Tempo raus. Täuscht du das? Ja, wie gesagt, sind 2 Tage nach dem Spiel gegen Schalke. Und dann fehlt auch irgendwo auch mal ein bisschen die Kraft, ne? Keine Ahnung. Gut, wir wünschen euch eine gute Woche trotzdem, Kopf hoch und Danke. Vielleicht habt ihr dann übernächste Woche euer Saisonziel erreicht. Leon, vor 2 Tagen haben wir gejubelt in der Schalke Arena. Heute ein anderer Gesichtsausdruck. Die ersten 10 Minuten, eine Viertelstunde gehörte euch in dem Spiel. Danach hatte man von oben das Gefühl, ihr nehmt so peu à peu mehr das Tempo raus. Fehlte da schon die Kraft? Nö, ich glaube nicht. Wir haben jetzt auch 3 Wochen Pause gehabt. Dann können wir auch mal 2 Spiele innerhalb von 3 Tagen haben. Natürlich war es wenig Regenerationszeit, aber daran lag es nicht. Wir haben geführt früh und dann die falschen Mittel genommen. Bergisch Gladbach kam dann nach den 2 Treffern, zumindest sah es auch wieder so von oben aus peu à peu, gab dann Rückenwind und kam immer besser ins Spiel. War dann in der 2. Halbzeit wenig gegenzusetzen, oder? Rückenwind ist das Stichwort, ne? Wenn ich das 1-1 betrachte. Rückenwind. Dumm gelaufen und gerade dann kurz vor der Halbzeit noch ein Treffer an einer Ecke. Ist natürlich ein Genickschlag und müssen wir halt Charakter zeigen und das Ding dann halt auch nochmal umbiegen. Und da haben uns die Mittel gefehlt und da denke ich, können wir ansetzen und dran arbeiten. Ansetzen könnte schon am kommenden Wochenende gegen Wiedenbrück. Wird, denke ich mal, ein ähnlich schweres Spiel wie gegen Bergisch Gladbach, oder? Ja, jedes Spiel ist schwer. Jetzt die Tabellenkonstellation, die einen kämpfen gegen den Abstieg, die anderen haben auch Rückenwind, wenn man es so nennen kann, weil sie gute Ergebnisse zuletzt erzielt haben. Wir gehen jedes Spiel gleich an, wir nehmen jeden Gegner gleich ernst.
Und dann fangen wir wieder bei 0-0 an am Samstag und dann geht's los. Dann hoffentlich am Samstag ein Riesenschritt Richtung Saisonziel und jetzt eine gute Woche und trainiert fleißig. Machen wir. Danke. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ich denke, wenn man von Beginn an das Spiel sieht, hält unser Torhüter uns zu Beginn des Spiels im Spiel selber. Danach machen wir das 1-0 und haben, glaube ich, die Chance, eventuell noch ein zweites Tor nachzulegen. Dann kommt die kuriose Zeit kurz vor der Halbzeit, wo wir, glaube ich, beim ersten Tor ganz, ganz schlecht aussehen. Beim zweiten fehlt ein bisschen die Zuteilung. Das dritte köpft Kollege Windmüller auch ins Tor rein. Was sich aber bis Siegen herumgesprochen hat, dass A, der Spieler kopfballstark ist und B, Bergisch Gladbach 09 mit ganz, ganz kleinen Mitteln halt versucht im kämpferischen Bereich, dafür steht die ja auch, und auch gerade was den Willen betrifft, den Gegner irgendwas abzuverlangen und niederzuringen. So, und dann führt man 1-0, denkt man einfach, jetzt muss Bergisch vielleicht mal ein bisschen Fußball spielen, anstatt zu ringen und zu kämpfen, und dann laden wir sie zweimal ein. Ich verliere ungern, aber ich muss sagen, Didi, das, was du hier machst, auch wie du Köln besiegt hast, wir waren hier und haben das geguckt, ich gönn's dir total, ich glaube, das weißt du auch, dass das so stimmt, gerade so nach der Auslosung. Ich schätze dich auch sehr als Menschen und ihnen wünsche ich, dass sie das hinkriegen, dieses Unmögliche mit dem kleinen Etat und mit dem kleinen Kader. Jetzt habt ihr uns die 3 Punkte weggenommen, was mich ein bisschen wurmt, aber auf der anderen Seite war es einfach auch verdient, weil Bergisch Gladbach hat alles reingelegt, Herz, Kampf und halt die Klasse in den Standards. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und kämpfen Sie weiter. Bravo! Hey! Bravo! Ja, vielen Dank, Herr Bode. Und dann lieber Gitter an unseren Heimtrainer, Herrn Dietmar Schach. Didi, bitte. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Das ist schön geworden. Naja, wir sind natürlich happy. Wir haben jetzt aus 4 Spielen 10 Punkte geholt. Ja, ich habe ja gesagt, vor dem heutigen Spiel, wir brauchen noch 5 Siege, jetzt brauchen wir noch 4 Siege. Wir müssen weiter konzentriert arbeiten, wir dürfen nicht 1 Zentimeter von dieser Linie abgeben, wie wir spielen. Ich fand, wir haben heute neben Ringen und Catchen und wie die ganzen Sportarten heißen, auch noch ein bisschen auf Fußball gespielt. Wir haben schon ganz gut die Kugel laufen lassen, auch teilweise. Sicherlich war manchmal der letzte Pass nicht so gut, wie ich ihn mir vorstelle. Aber alles in allem wieder ein großes Kompliment an die Mannschaft noch dazu, wenn es ein Wochenspiel war, wo die Jungs gerade von der Arbeit gekommen sind. Das muss man dann doppelt hoch bewerten. Es ist so, dass die Mannschaft ja gerade ausläuft und jetzt auch mal 2 Tage von mir frei bekommt, um mal wieder runterzukommen. Und am Freitag trainieren wir wieder, damit wir dann in Fortuna Köln bei dem nächsten Brocken, den wir vor der Brust haben, auch eine gute Leistung zeigen können. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Danke. Michael, du warst die erste halbe Stunde nicht im Stadion. Dein Papa hat mir eben gesagt, du wirst mir sagen, warum. Weil ich bei der Eignungsprüfung beim Fußballlehrer war und da geht es so nach Nummern. Und die Nummereinteilung war 19 Uhr mündliche Prüfung. Ich hatte eigentlich darauf gezockt, dass ich vielleicht morgen früh drankomme, aber es ging nicht mehr zu tauschen und deshalb habe ich die erste halbe Stunde verpasst. Aber ich habe bis auf unser Tor alle Gegentore gesehen. Bis auf euer Tor alle Gegentore. Ich wollte es gerade ansprechen, du kamst ins Stadion, da führte dein Team 1-0. Dann hast du dich den Rest der ersten Halbzeit auf die Tribüne gesetzt, hast beide Gegentreffer gesehen. Wie hast du die gesehen? Ja, darüber das erste, glaube ich, braucht man gar nicht diskutieren. Kommt ein langer Ball, verschätzt Rafa sich und dann ist das Ding drin. Beim 2-1 haben wir auch eine klare Zuteilung, wie beim 3-1 ist die Absprache, glaube ich, zwischen Torhüter und dem Zugeteilten nicht so perfekt. Und dann steht das auf einmal 3-1 und dann ist schon schwierig, gegen die Truppe nochmal wiederzukommen, weil sie kämpfen, haben Herz, wissen, um was es geht. Und ich glaube, 85 haben wir noch eine Chance gehabt, als Michael Cibulla den Ball hält. Ansonsten waren wir auch nach vorne hin ziemlich blass. Bergisch Gladbach ist für mich persönlich so ein bisschen so eine Wundertüte in dieser Liga. Sie spielen mal richtig stark, mal weniger. Man hat heute, glaube ich, auch in beiden Halbzeiten beide Gesichter von Bergisch Gladbach gesehen und auch, dass sie nicht unbedingt, wir haben gerade eben gehört, sie sind jetzt hoch auf dem 15. Tabellenplatz vom 17. Das ist nicht unbedingt gerecht, oder? Ja, du musst natürlich auch sehen, dass wir nach dem 1-0 vielleicht die Chance haben, das 2. und 3. Tor zu machen. Dann werden wir auch ein bisschen ruhiger. Machen wir nicht. Hatten wir beim Sonntag auf Schalke auch schon und in Leverkusen so ein bisschen die Chancenverwertung und Auswertung ist nicht perfekt bei uns im Moment. Aber das ist auch dem geschuldet, was ich ja am Anfang schon immer gesagt habe, dass halt die Offensive junge Leute sind, die tagtäglich daran arbeiten wollen, das Tor zu treffen oder besser zu machen. Und
Ja, es ist halt so, wie es ist. Fragte eben Leon Binder nach den Kräften. Er sagte, das wollen wir nicht als Ausrede gelten lassen. Wir haben jetzt 3 Wochen nicht gespielt. Dann können wir mal 2 Spiele innerhalb von 3 Tagen machen. Siehst du ja nicht, denke ich. Ja, zumal mit Klippi jemand gespielt hat, der noch gar nicht Einsatzzeit hatte. Löwe und Rafa, das war so schon angedacht im Vorfeld, dass man rotiert, unabhängig vom Ergebnis Schalke. Genauso wird eine Rotation wieder gegen Wiedenbrück stattfinden. Ricci hätte sowieso rausgemusst. Aufgrund der Rotation perfekt. 5. gelbe Karte, also fällt eigentlich gar nicht auf. Sitzt halt nur nicht auf der Bank. Und alles Weitere werden wir jetzt unter der Woche besprechen. Daniel Schäfer hat es eben schon angesprochen nach unseren Interviews unten am Rasen. Es gab Transparente gegen Rafa Kotschauer. Ist nicht unbedingt die feine englische Art, oder? Nö, es ist unser Aufstiegstorhüter. Der hat viel geleistet für uns, hat in der Hinserie richtig toll gehalten. Dann kam die Verletzung dazu. Ich glaube, beim Torjubel konnte man sehen, was die Mannschaft dazu sagt und auch was die Mannschaft darüber denkt. Ich denke, zu 100% genauso. Rafa Kotschauer ist bis 30.06. ein Teil unserer Mannschaft. Und ob er zu Viktoria Köln wechselt und ich finde, selbst wenn er zu Erntebrück oder Karm Marienborn wechseln würde, was jetzt nichts gegen den Verein bedeutet, aber gerade was so Rivalität bedeutet, finde ich halt nicht, dass man so gegenüber einem Spieler von den Sportfreunden siegen, der einfach alles gibt, auch wenn er heute unglücklich aussieht, aber dann kannst du durch die Reihe gehen. Ich habe mal Fehler gemacht in der Auswechslung und alle anderen machen auch Fehler in ihrem Leben, dass man nicht so behandeln darf, sollte und die Mannschaft fand es auch nicht gut, wollte auch eigentlich gar nicht rübergehen, weil Rafa gehört zu uns und das wird bis zum Ende der Saison so sein und danach wird der Kontakt ja auch nicht abgebrochen sein, nur weil er bei Viktoria Köln spielt. Jetzt wollt ihr am kommenden Wochenende den Riesenschritt Richtung Saisonziel machen, dass ihr ganz nah dran seid, der vielleicht eigentlich heute geschehen sollte, aber gut, hat nicht sollen sein. Stärken, Schwächen vom nächsten Gegner ist der Wiedenbrück? Ui, ich habe sie gegen Duisburg gesehen, die haben sie förmlich auseinandergenommen, stark. Sie haben eine große Innenverteidigung mit Sichon, sie haben einen starken Achter mit Zech, der immer wieder die Außen sucht. Okumak hat ein super Spiel gemacht gegen Duisburg. Danach hat sie noch mehr beflügelt und hat, glaube ich, Oberhausen im Alleingang abgeschossen. Der hat richtig Tempo über Außen, beide Seiten, Dayagan. Also ich habe sie, wie du merkst, auch schon 2 oder 3 Mal gesehen. Und da wartet der nächste Brocken, stehen kompakt, haben wenig Kontaktzeit im Mittelfeld und versuchen halt über ihre schnelle Außen viel zu kontern, ähnlich so wie wir es gerne machen. Gut, vielleicht lag es heute ein bisschen am Kräfteverschleiß, aber ich glaube nicht. Von daher werden wir bis Samstag voll regeneriert haben und dann werden wir mal die nächste Schlacht schlagen. Dann wünschen wir euch alles Gute, wünschen euch eine gute Woche und hoffentlich dann auf 3 Punkte gegen Wiedenbrück. Danke dir, schönen Abend noch.